Das ging sehr schnell. Ja, ich habe schon damit gerechnet, dass du mit mir sprechen möchtest. Deswegen habe ich da schon alles so eingestellt, wie es sollte. Ja, ich denke, ich dachte einfach, für Crusader King muss man auch miteinander sprechen können. Auf fortfahren? Müssen. Nee. Nee. Beitreten? Yep. Suchen IQ Toto. Da. Das Passwort bitte nicht laut aussprechen, Nee. sonst kann ich das nicht mehr benutzen. Nee. Das kriegt keiner mit. Tut mir leid, lieber Chat, aber das Passwort, das gebe ich nicht raus. Da könnt ihr jammern und betteln und tun, was ihr wollt. Ich gebe es nicht raus. Könnt ihr vergessen. Also wir erstellen mal so eine Community Map. Außer dann, ja. Aber das haben wir ja noch nicht. Das ist denn was Stimmt. Krasses, weil dann würden wir alle untereinander irgendwie ein Bündnis starten. Boah, und dann hätten wir noch eine Riesenarmee. Oder falls es vier Spieler sind, ein 2 gegen 2. Oh! Das würde auch gehen. Zwei gehen links zur Map, zwei gehen rechts zur Map. Und Treffen wir uns in der Mitte. dann hat man vier große Reiche ganz am Ende. Und dann gibt es ein Free-for-all. Das Das wird könnte interessant spannend. werden. Wie gesagt, ein YouTube-Video ist jetzt schon oben. Das kann man jetzt schon anschauen. Das ist Minecraft. Und das Crusader Kings werde ich auch auf YouTube laden, aber nicht heute. Das wird morgen dann auf YouTube sein. Ich war bei Wieso da? Zürich. Ah, ich bin schon angemeldet. Geil. Und wir haben ein Kind. Eine Kind haben wir. Namens Paula. Yes. Sobald sie 3 ist, würde ich dir noch etwas zeigen, wie du Wie sehen drei. kannst, wegen der. Also, wenn sie 3 Jahre alt ist, kann man den Lebenswandel bestimmen, Okay. weil da ihre erste Persönlichkeit festgelegt wird und dann kann man die auch, sie auch unterrichten. Die ist jetzt 2. Yes. Wow. Die ist jetzt auch schon alt. Die ist alt geworden, meine Kleine. Beeinflussen Baron. Ich habe eine Beeinflussung beim Baron gemacht. Ja, ich bin einmal kurz per Charakterwechsel zu dir rüber. Du hattest auch noch ein paar Fähigkeitspunkte, die du noch nicht ausgegeben hast. Die habe ich auch gut investiert. Okay. Und der mag dich nicht, deswegen Ja. habe ich das gemacht. Der mag mich sehr wenig. Der mag mich gar nicht. 207 Gold, 519 Prestige, Ja, ich habe. 27 Bekanntheit und Frömmigkeit 336. Nein, 339, Entschuldigung. Ja, wenn. Ja. Okay, du siehst die Welt von oben. Bei mir, bei der anderen Welt, wo er Einzelspieler ist, für die Trophäen, hat Ja. Ostfrankreich ganz Lothringen eingenommen. Oha. Warte mal, ich habe Ja. ja bei mir, ich habe ja nicht nur Zürich, sondern auch Aargau eigentlich. Ja, nee, nicht Aargau, St. Gallen. Ich habe St. Gallen eingenommen und ich würde ja gerne mehr Kontrolle in Gemeinde.
Wer ist denn da? Ich bin jetzt nicht sicher, habe ich bei dir doch Anspruch auf Graubünden habe ich bei dir noch aktiviert, oder? Ja, das sind zwei Sachen hier. Ansprüche auf Gemeinde fingieren und ja. Mehr Kontrolle in Gemeinde. Yes, dann ist es richtig so. Und ich meine, Graubünden hat wie viel? 353 Soldaten. Es ist unglaublich, wie viele Meinungen und Bedürfnisse meine Tochter in Erbin Paula hat. Meistens will sie mir sogar sagen, was ich zu tun habe, anstatt andersrum. Überragen und nervtöten, ein schmaler Grat. Das ist jetzt die erste Persönlichkeit, sie ist 3 Jahre alt. Wenn du jetzt bei das Fenster links zumachst und dann auf deinen Charakter gehst. Ja, bin ich ja jetzt. Sorry, Streamverzögerung. Ich aktualisiere mal kurz. Dann. Okay, auf deine Tochter bist du auch schon. Jawohl. Sie dann ist verlobt mit deinem Sohn. Ja, für das Bündnis. Ja, für die Leute, die zuschauen oder die es im Nachhinein sehen auch. Als ich eine Tochter meine Frau, also im Spiel natürlich, hatte eine Fehlgeburt. Es wäre ein Sohn gewesen, dann bekam ich die Tochter Paula. Ja, ich habe die Paula getauft. Ein Gruß an eine Person, bestimmte Person, die weiß, die Person, die gemeint ist, weiß, wer ich meine. Und Ikuto hat einen Sohn gekriegt und wir haben sie gerade verloben lassen. Für das Bündnis. Dass wir ein Bündnis haben und ja, auf jeden Fall. Yes, jetzt siehst du neben deiner Tochter ja wieder diese Schere für die Kleidung, dann ein Buch und dann so 3 Pfeiler. Jawohl. Dann gehst du da drauf. Okay, sie ist auf Verwaltung und Kriegsführung. Jetzt kannst du entscheiden, wo du deine Tochter ausbilden lassen möchtest. Kriegsführung oder Verwaltung? Es ist eigentlich beides gut. Aber ich glaube eher Verwaltung. So. Habe ich ausgewählt. Gut, dann drückst du noch Rechtsklick auf deine Tochter und dann gehst du auf Kind unterrichten. Kind unterrichten. Und Vorschlag abschicken. Das bist nämlich du. Also solltest du sein. Jawohl. Dann wird nämlich deine Tochter da auch direkt unterrichtet. Das ist schön. Oh, bei der Erfüllung ihrer Pflichten als Ratsspitzel ist Serhilda auf ein Geheimnis gestoßen, das mein Ratskanzler Gebhardt hat. Er hat mein Höfling Elisabetta in eine geheime Affäre verwickelt. Das ist gut zu wissen. Aber keine Angst, ich bin kein schlechter König. Also, ich bin ja noch nicht mal König, ich bin noch Graf. Ja. Ich bin noch nicht König, ich bin immer noch ein Graf. Gut, und wenn ich Anspruch auf die Gemeinde fingiert habe, werde ich versuchen, dort einzumarschieren. Ich denke mal auch, dass Ikutos Mannschaft mir helfen würde. Also, du meinst die 3300? Ja, die würde ich zu dir rüberschicken. Genau. Und dann würden wir in Graubünden einmarschieren und am Schluss gehört Graubünden mir. Weißt du, was ich gerade ein bisschen blöder fände? Was? Ich habe gerade meinen dritten Sohn bekommen.
Wie bitte was? Ja. Zwei Söhne, okay, schön und gut. Ab drei Söhne wird es kritisch. Wegen Erbteilung und so. Ich muss lachen, weil Ikuto hat schon drei Söhne und ich eine Tochter. Du hättest noch einen Sohn, wenn das keine Fehlgeburt gewesen wäre. Ja gut, wenn das keine Fehlgeburt wäre, ja, dann hätte ich jetzt wenigstens noch einen Sohn. Zum Ersatzjägermeister ernannt. Ihr wurde zum Ersatzjägermeister von König Ludwig III. Ernannt. Oha. Das habe ich schon mal gehört, gestern. Und da plötzlich konnte er mich nicht mehr bezahlen. Oh, König Charles II., ist gestorben. Oh. An seiner Krankheit. Was hatte der denn für eine Krankheit, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung, er steht einfach nur, starb, weil er krank war. Gut, ich werde in Graubünden einmarschieren und im Kanton Aargau einmarschieren. Dann werde ich Bern einnehmen und dann auf Italien runter. Ich habe meinen Plan. Wie lange dauert es noch, bis du nach Graubünden gehst? Weil sonst hole ich mir noch kurz ein anderes Gebiet. Das kannst du machen. Ich habe gerade mal bei etwa fast Viertel vor. Uhrzeigermäßig her. Also geht das noch ein bisschen? Jawohl. Okay, ja, und ich gehe da Anspruch. Auf Kempten, so. Ah, gehst du auf Kempten? Ja, ich möchte Bayern von der Karte tilgen. Wow, das Riesenteil? Jep, jetzt kommt erstmal Kempten dran. Also Anspruch ist gerade in Arbeit. Ja, okay. Krass. Und ich will Italien einnehmen. So. Italien gehört mir. Wenn ich Italien habe, habe ich einen Riesenteil. Gut, Kassaria ist auch ein großes Land. Weißt du was, ich rufe dich mal mit hinein. Dann kannst du mir da ein bisschen helfen, wenn du magst. Annehmen. Nice. So, jetzt sollte ich ankommen. Aber du musst deine Armee noch ausheben, sonst ja, alle ausheben. Yes. Und go. Die sollten wohin? Hierhin, wo ich jetzt da hinmarschieren bin. Siehst du das? Ja, ich komme auch. Meine marschieren auch. Okay, ich gehe da mal eins weiter mit denen. Zu Wespenlager, zu stark verteidigt. Gut, dann komme ich wieder zurück. Machen wir das kurz. Gräfin Pernelle erhielt die Eigenschaft schwanger. Hey. Ja! Ich bekomme ein zweites Kind. Also, ich meine im Spiel, ne? Nicht, dass man es falsch versteht. Seid gegrüßt, Graf Mau von Zürich. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen. Endlich habe ich genug Material zusammen, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr der rechtmäßige Fürst von Grafschaft von Graubünden seid. Boom! Was? Nice. Nun fehlt nur noch ein kleines Bestechungsgeld.
kümmert euch darum. Und seid gegrüßt, Graf Marvin Zürich. Trotz all unserer Bemühungen haben meine Agenten noch keine Geheimnisse aufspüren können. Hier am Hof. Ich glaube nicht, dass wir... Bla, 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 bla. Okay. Und okay. Oh, scheiße. Jetzt bitte rasch auf Stopp. Mein Vasall Baron Adalhard soll empfänglicher für meine Versuche sein. Versuche werden, mich ihm anzunähern. Hierzu kann ich meinen nächsten Sendschreiben an einen Hof ein Kompliment beifügen. Ich werde darauf achten. Machen wir mal das. Ich meine, jetzt ist es da um. Die sind immer noch am Kämpfen, ne? Ja, ich habe ja auf Pause gedrückt. Ah ja, stimmt, blöd. Hab ich vergessen. Ich schau gerade, ob ich da 16. Ob ich da noch ein paar Söldner anfordern kann. Und ich werde schauen, dass ich bis zum nächsten Streamtag irgendwie schauen kann, dass ich das mit Dings hinkriege. Mit Tomb Raider. Denn das klingt gut. Seid gegrüßt, mein Lehnsherr. Unser letzter Briefwechsel war mir ein Quell der Freude. Ich kann nicht umhin anzunehmen, dass wir beide von häufiger Kommunikation profitieren würden. Von Konstanz. Ich könnte jetzt einmarschieren in Graubünden. Aber wir sind noch am Kämpfen. Das heißt, ich würde nachher auf Graubünden einmarschieren mit meiner Truppe und deiner Truppe am besten. Weil dann gewinnen wir ganz sicher. Also ich würde hoffentlich doch. Ich würde meinen, wir können da nicht verlieren. Wäre traurig. Ja, traurig wäre es, weil wir wollen ja die ganze Weltherrschaft an uns reißen. Tut weh, so viele. So viele zu holen. Aber was tut man nicht alles für den Sieg? Jawohl. Es ist immer noch zu schwer belagert, also immer noch zu schwer befestigt. So wie es aussieht. Bei 6000 Soldaten. Ja. Na gut, dann kommen gleich nochmal 2000. Und wenn das dann immer noch zu schwer belagert ist, dann heule ich. Dann ist das nächste, was ich mir hole, Belagerungswaffen. So. Du könntest ja eigentlich auch den König um Hilfe fragen. Nee, kann ich nicht. Ich hab gemeint, ihr habt ein Bündnis. Ja, aber der ist gestorben. Der König ist gestorben? Ja. Das ist mein König. Also unser König. Oder hast du einen anderen? Jetzt bin ich gerade sicher. Also unser König kann ich nicht um Hilfe bitten, weil ich gerade eines seiner Gebiete erobere. Also. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wir sind hier in einem seiner Gebiete. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Oh, Penelle, ihr wart tapfer.
So starke Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich bin auf euch. Und nun haben wir eine perfekte kleine Tochter. Boom. Nochmal eine Tochter. Nice. Wollen wir direkt das nächste Bündnis machen oder lassen wir das sein? Ja klar, aber wie soll die Tochter heißen? Ist Sophie? Sophie mit IE? Ja, also PHIE. Gut. Ein guter katholischer Name, ein guter schwäbischer Name. Mögest okay, du stark und weise werden, meine Tochter. Möchtest du Andreas, der Zweijährige, oder Paul, den Einjährigen? Mit Paul. Paul, okay. Jetzt kann ich das so machen. Geil. So, ich hab eine Tochter! Wieder! Mein zweites Kind. Paul, hier. Diesmal mache ich das matrilinear. Das heißt, wenn da ein Kind geboren wird, wird das in dein Haus geboren. Oh. Und nicht in meins. Dann haben wir wirklich ziemlich sicher Nachfolger. Klar, so. Annehmen. Das nächste Kind ist verlobt. Mit 0 Jahren. Ja, ich habe noch Andreas, der Zweijährige. Ich schau mal, ob ich da irgendwie ein Bündnis. Stimmt, ja. Handeln kann. Meine dritte Tochter, wenn es nochmal eine Tochter gibt, werde ich auch versuchen, mit jemandem von einem anderen Land zu... Ich könnte schauen, ob ich jemanden von Italien haben kann. Oh, also das mache ich. Wenn du kurz... Ich mach kurz Pause. Wenn du mit der Karte ganz raus zoomst... Ja. Dann gehst du bei Italien Richtung Ungarn. Dann... Eins runter auf Bulgarien und dann nochmal eins runter. Oh, Scheiße! Ich hab gerade meinen Sohn mit der jüngsten Tochter von dem Herrscher dort verlobt. Also zumindest mal den Vorschlag abgeschickt. Scheiße, aber dann darf ich Italien nicht einnehmen. Doch, wieso? Wieso solltest du das nicht dürfen? Wenn ich meine dritte Tochter, wenn ich eine kriege, eine Bündnis mache mit Italien. Nee, das geht nicht. Nee, wenn du Italien einnimmst, dann geht es nicht. Nee, da geht's nicht. Und ich will ja Italien einnehmen. Ja gut, dann kannst du ja zum Beispiel mit Aquitanien oder als Quaru. Ich mach's. Oha, mit, die haben 4600 Soldaten. Ich mach's mit Chassira. Chassaria, meine ich. Die haben 4249 Soldaten. Ach so, du nimmst das ganz große dort. Liegt das überhaupt noch in deiner Handelsreichweite? Ich glaube nämlich nicht. Oh. Wenn du das andrückst und dann auf irgendein Dude gehst, dann rechtsklick drauf, weil bei mir steht zu weit für eine Interaktion. Oh nein! Deswegen habe ich ein Nachbarland vorgeschlagen. Ja gut, dann nehme ich... Weil ich meine, das ganze Land hat 4200 Soldaten, aber unsere Nachbarländer haben... Warte. Aquitanien hat 2800 und eins darunter, Al-Sarro, hat 4600 Soldaten. Ich nehme Aquitanien. Aquitanien? Also, dann dort ein Bündnis machen. Yes. Das ist mir gerade jetzt aufgefallen. Die Westfranken haben da ziemlich Gebiet verloren. Mhm. Die haben viel verloren. Yep, das halbe Reich. Mhm. Und wir sind unser Reich am Vergrößern. Ich
Ich meine, Ostfrankreich ist jetzt schon ein bisschen größer. Da wir ein Bündnis zusammen haben. Ist der dumm? Wer? Der Gegner, der kommt mit 200 Soldaten gegen 8000. Ja, das ist sehr dumm. Ist der dumm? Zwei haben überlebt. Der Rest ist tot. Ihr könnt einen neuen Vorzug im Verwaltungslebenswandel freischalten. Yes, mach das. Oder ich mach das dann später für dich, wenn du das möchtest. Ja, mach du das für mich später dann mal. Dann ist der Krieg noch nicht ganz beendet. Nein, es dauert noch. Also ich mache ein bisschen schneller. 10 Tage. Die Frage ist, ist er dann beendet oder müssen wir zuerst noch die Hauptstadt einnehmen? Das ist die andere Frage. Wir müssen zuerst die Hauptstadt einnehmen. Gut, das ist Solerien, ne? Was ist das? Ja, ich komme hin. Zollern. Nein, das ist noch Hohenberg. Ah, Hohenberg halt. Aber Fürstenberg, das, was wir gerade eingenommen haben, das wird dann Mainz sein. Sehr schön. Ich habe ja meine Soldaten auch zu dir geschickt. Dorthin. Yes. Und ich glaube, immer mehr von meinen von meinen Soldaten sterben, habe ich das Gefühl, es werden immer weniger. Also wundern würde es mich nicht. Wie viel hast du noch? Was steht oben rechts? 457. Mit wie viel bist du gekommen? Mit über 470. Ja gut. Das ist eine Belagerung. Da gehen ein paar. Jetzt sind es nur noch 454. Sind wieder einige verreckt. Jetzt sind es 451. Gott! Ich verliere Soldaten! Ich verliere Soldaten bis zum geht nicht mehr. Ich könnte jetzt den König dort um 5000 Soldaten bitten, aber ich glaube, das würde es nicht mehr besser machen. Nee. Also. 446, jetzt sind wieder einige gestorben. Ja, wir nehmen ja gleich dein Gebiet ein und dann hat sich das auch schon wieder. Jetzt sind es nur noch 443. Am Schluss habe ich nur noch einen Soldaten. Ja, super. Nee, es sind noch 8 Tage. König Ludwig III. Teilt Macht mit Königin Geberga aufgrund von einer Reise im Ausland. Okay. So sei es. Wir haben den Auflesen. Graf Ikuto, der Blutvater von Ulm, angeführten Krieg gegen Prinz Karl von Bayern gewonnen. So sei es. Und dann nice. Alle auflösen. Jawohl. Ich habe genau nur noch 431. Ja, du kannst den Kampf dort. Ich habe ihn beendet. Ja, aber was? Deinen. Graubünden. Ja, wie mache ich das jetzt schon wieder? Du gehst auf Graubünden, rechtsklick auf den Dude, der dort erscheint, Krieg erklären und Anspruch. Krieg erklären. Anspruch! Und Krieg erklären! Oh. Ist das im Krieg? Hä?
Ah ja, anbieten, alle ausheben und dann sammeln wir uns erstmal da unten. So, ich komme mit meinen Soldaten und den Söldnern. Hä? Wieso kann ich nicht sagen hier? Hä, wieso kann ich jetzt meinen... Du musst erst die Armee auswählen. Hab ich... Ja, ach, super. Und dann gehen wir... hierhin. So, alles vereinen und dann ab nach oben. Dann nehmen wir das Gebiet ein. So, jetzt komme ich mit 448 Soldaten. Komm jetzt, hilf schon. Und ich bin da. Und jetzt kann das Gemetzel losgehen. Dann Gräfin Pernelle erhielt die Eigenschaft schwanger. Hey, jetzt geht's ab bei dir. Ja, jetzt geht's bei mir los. Jetzt geht's bei mir los. Mal schauen, was ich krieg. Sohn oder Tochter? Weder noch. Was soll jetzt das heißen? Keine Ahnung. Willst du wieder, dass ich eine Fehlgeburt kriege? Also besser gesagt, meine Frau. Nein, ich wollte einfach sagen, dass es mir egal ist, ob es Sohn oder Tochter wird. Ja, das war eine Frage an den Chat. Und das Wie viele ist... Zuschauer hast du gerade? Wie viele Zuschauer hast du gerade? Ein. Und das bin ich. Ja. Darüber reden wir nicht mehr. Darüber reden wir nicht mehr. Oh je. Aber weißt du, das finde ich gerade sehr schön. Ich hoffe, ich beschwöre jetzt nichts Böses darauf. Aber es ist noch nicht abgestürzt. Ja, ich habe hin und wieder ein paar Ruckler. Ach komm schon. Ich habe auch das Unterstützungsding weggenommen. Ich glaube, es liegt an dem. Bin mir aber nicht sicher. Okay. Es sind übrigens noch 15 Tage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 2, 1, 0. 0. Ja! Ihr seid bekannt für eure Hingabe an euren Glauben. Und jetzt? Unten auf die 100%. Forderung erzwingen. Und Forderung erzwingen. Und an den kläglichen Mau, mögen eure Jahre kurz und elend sein. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Boom! So sei es. Und mir gehört Graubünden dazu. Nice, jetzt bist du auch ein bisschen größer. Wir haben's geschafft. Graubünden gehört zu mir. Wir haben St. Gallen und Graubünden eingenommen. Wir werden Aargau und Bern einnehmen. Ich hoffe, ich weiß jetzt irgendwann dann noch, ob es ein Junge oder ein Mädchen gegeben hat.
Meine lieben Freunde, wir dürfen gespannt sein. Wir dürfen gespannt sein. Wie mache ich das jetzt mit wegen Aargau? Wie mache ich jetzt das? Das ist ein dort. Den Anspruch? Ja. F4 und dann beim Bischof das Schild mit der Hand und dann gehst du leg auf Aargau, Bern oder Neuchâtel, Genf oder wo auch immer du hin möchtest. Hab ich gemacht. Und die Sonne untergeht, blicke ich von meinem Quartier aus über die Ebenen von Zürich. In der Ferne durchquert eine Gruppe von Reisenden das grasbewachsene Land, das sich vor ihr ausbreitet. Als ich genauer hinsehe, erkenne ich, dass die Gruppe niemand Geringeres als Graf Alberiso mit seinem Gefolge ist. Ich beobachte ihre Bewegungen nur beiläufig, schaue aber instinktiv hin, als sich eine Gruppe Reiter rasch nähert. Sie zücken ihre Waffen, die Reisenden werden eindeutig auf meinem Land überfallen. Das würde jeder gute Katholik tun. Oder das ist zu gefährlich. Das würde jeder gute Katholik tun. Und ich habe gewonnen. Das Land ist wieder sicher. Nice. Und jetzt... Und ich habe eine Tochter. Ernsthaft? Ja. Wie soll ich die Tochter nennen? Drück einfach da ein bisschen bei den Dingen durch. Hey, Chantal. 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 Nee. Okay, also diesen Typen stürzt sich jetzt, dieser Prinz Karl. So, nochmal F4. Ich hab meinen Sohn als meinen Schüler genommen. Und jetzt kommt der und sagt so, ja, ich möchte euren Sohn in meine Ausbildung stecken. Hier hast du den Lehrer. Und er verliert mich als Lehrer. Es geht im Fall so gar nicht. Mit F4. Was F4? Das mit F4 geht nicht, dass ich Aargau Dings machen kann. Mit dem Bischof. Weil du den Anspruch darauf schon hast. Ach so. Ja, aber ich sehe doch das Handzeichen gar nicht. Du hast den Anspruch darauf, hast du bereits. Ach so. Und ich habe keinen Ratsverwalter mehr. Ja, dann neuer einsetzen. Und wenn ich das ablehne, verliert er 15 Meinungen von mir. Ich lehne das ab. Scheiße, ob der Meinung von mir verliert. Ich könnte jetzt schon einen Unabhängigkeitskrieg führen. Ich habe keinen Ratskanzler mehr. Jetzt geht der auch schon. Aha, nee. Ich hab's falsch gemacht. Gut, Bürgermeister von Baldur von Schwyz. Hast du den Ratskanzler als Verwalter hineingelegt? Ja. Wichtig ist, schau auf die... Du hast gerade einen Verwalter mit Stufe 4. Das ist absolute Scheiße, wenn ich das so sagen darf. Nee, der ist jetzt wieder Ratskanzler. Also, ja, Streamverzögerung. Wenn du die beste Person finden möchtest für diesen Job, hast du oben diese Zeichen. Da drückst du auf diese Schatzkiste. Jawohl. Und dann ist oben diese Person mit dem höchsten Wert in dem Bereich. Gut. Zack. Dann, also ich habe jetzt schon Anspruch auf Aargau. Ja. Ja gut, dann. Aber du musst dir überlegen, ob du das machen möchtest, weil sonst hast du nämlich einen Krieg mit ganz Lofrangen. Wieso mit ganz Lofrangen? Weil Aargau zu dem gehört. Das ist ein anderes Königreich. Möchtest du es riskieren?
Hilfst du mir? Ich würde schon helfen, aber ich muss auch noch mein eigenes Zeug machen. Gut, weil dann würde ich... Ich habe eine Tochter! Katharina. Das ist ein schöner Name, den behalte ich direkt. Krieg erklären. Ja. Und Krieg erklären. Alle ausheben. Oh Mann. Hals- und Beinbruch. Wieso kommst du jetzt nicht? Doch, eben, genau deswegen. Oh gut, okay. Gut, Verträge verlängern, dass die länger bleiben, heißt mehr Gold in die Hand nehmen. Erstmal alles sammeln. Ich werde dann zurückgehen, sonst sind deine Männer gleich weg. Okay, ich komme. Scheiße. Bitte lass mich rechtzeitig kommen. Bitte lass mich rechtzeitig dann ankommen. Scheiße! Ich 191, 104. Ich bin noch rechtzeitig gekommen. Ich weiß nicht, ob noch Männer von mir tot sind, aber... Ich habe nur noch 353. Schlacht von Luzern. Du warst wie die wie auf einem Sevilla-Teller platziert. Oh, ey. 1100 Männer habe ich deswegen jetzt verloren. Oh, Mann. Das ist schmerzhaft. Ja, komm. Oh je. Scheiße, das ganze Land rückt aus. Ja. Wie viel hat denn die Gegenseite? 7000 Soldaten. Nein, warte, das sind wir. Die Gegenseite hat 6000 Soldaten. Jo, Alter. Ja, die haben minimal weniger als wir. Nur minimal. Jetzt sind wir in Bern. Ja, wir können auch gleich Aargauer Eil dort das Gebiet einnehmen. Ja, ich gebe von mir aus auch hier noch mal kurz 500 Gold aus. Das tut weh. Wieso hast du so viel Gold? Sagen wir, ich habe ein bisschen gecheatet oder wie? Nein, nicht gecheatet, sondern ich habe Leute unfreiwillig zu mir eingeladen und sie mussten sich freikaufen. Plus habe ich noch ein paar Beziehungen zum Papst spielen lassen. Italien ist jetzt auch mit im Krieg dabei. Was? Gegen uns oder wie? Ja. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich frage mich gerade, ob ich noch mehr Söldner berufen soll, aber das wird kritisch vom Geld her. Ich meine, ich habe nur noch 247 Soldaten, ne? Scheiß drauf. Hier. Geht dahin. Ich habe mir noch ein paar Soldaten geholt. Ah, das tut weh in der Kasse. Das tut sehr weh in der Kasse. Das wird schlimm von wegen Bündnis machen und alles. Oh Gott. Das Problem ist, ich könnte ein ganzes Land rufen, wenn es mein Krieg wäre. Ist es aber nicht. Nee, das ist mein Krieg. Ja. Heißt nachher unbedingt einen guten Bündnispartner suchen, den du immer wieder rufen kannst. Ja. Wäre vielleicht nicht mal so schlecht. Und es ist 100% Forderung. Wird nicht annehmen. Ja, weil wir nicht auf 100% sind, sondern auf 38%. Ach so, scheiße. Wieso habe ich 100 gelesen? Wunschvorstellung?
bist lustig. Ja, ne? So, wir gehen jetzt mal dahin und... Die kommen jetzt dahin. Die lege ich mal hier hin. Jetzt Belagerung von Biel. Scheiße. Komm schon, Soldaten, seid ein bisschen schneller unterwegs. Ja gut. Es ist jetzt, das was wir jetzt hier haben, ist eine Art von Weltkrieg schon fast. Ja, ich habe da schon Schlimmeres erlebt, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber ich meine, wenn Italien jetzt sogar schon in den Krieg mitzieht. Und krass. Und jetzt gibt es ein paar, die sagen, ja, Italien, nicht so große Gefahr, nicht so große Gefahr. Ja, die haben 2800 Soldaten. Die würden... 3000 Soldaten, das ist, es steigt. Also. Leute, es ist vielleicht im normalen Leben sind die vielleicht nicht so schlimm, aber im Spiel jetzt gerade... Ja, ist das doch schon eine Herausforderung. Ja. Ich weiß nicht, was meine Frau immer macht. Es ist schlimm. Okay, wegen? Ich habe Kriegsvolk... Verhandlungsgeschick für 5 Jahre erhalten. Dies geschah trotz schlechten Verwaltungswert eures Ehepartners. Alles klar. Ich weiß nicht, was die macht. König Ludwig III. Teilt Macht mit Königin Geberga aufgrund von einer Reise im Ausland. Schon wieder. Ja, die verreisen wohl gerne. So, und ich schicke meine Soldaten jetzt erstmal dahin. Und die sind da immer noch am Kämpfen. Ich gehe wohin? Nein. Ich habe jetzt gerade fast einen Fehler gemacht. Die kommen jetzt noch dahin. Okay. Na gut, dann ist das halt so. Okay, ich meine... mein Ding wird belagert. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Hier. Okay, ich lasse die mal erstmal hier da stehen. Beendet das Komplott von euch, ihr beeinflussten. Von euch, ihr beeinflussten Baron Adalhard. Nö. Oh, diese Schlawiner haben es auf deine Hauptstadt abgesehen. Jetzt rennen sie direkt weiter, ja, ist klar. Weil du kommst, wahrscheinlich. Yep. Na komm, das wird schnell vorüber sein. So, wieder auf dem Weg. Danke, dass du gerade meine Hauptstadt beschützt hast. Ja, immer gerne. Ich bin nämlich gerade da hinten im Kampf. Überlebt. Ich bin nämlich da hinten in einem Kampf. Ja, du hast zu wenige Soldaten, deswegen ist es einfach nur dastehen und nichts tun. So, ja gut, ich verliere natürlich auch immer mehr, ne? Wo sind die italienischen Soldaten? Ja, ich verliere Paula auch, hat durch reine Beobachtung die Vulgär Doliso... Jetzt ist das weg. Irgendeine Sprache. Eine Sprache gelernt. Ja. Irgendeine Sprache hat sie erlernt. Ich weiß, sie hat nicht welche, aber sie hat eine Sprache erlernt.
Und nachher muss ich richtig sparen, weil ich muss Soldaten wieder kriegen. Ich muss Soldaten kriegen. Ich habe jetzt fast 200 Soldaten verloren. Ich weiß, du lachst, weil du mehrere Soldaten verloren hast, aber ich hatte vorhin schon sehr wenige. Ja gut. Ich hatte genau 400 und jetzt sind es nur noch 254. Es ist schon eine das ist trotzdem recht viel. Dann nimm diese Zahl, häng noch eine Null hinten dran, das ist die Zahl, die ich jetzt schon verloren habe. Ja gut. Tut so weh. Klar, es tut uns beiden weh. Durch die Italiener sind schon wieder 300 Soldaten gestorben, die hier gerade verteidigen. Seit Krieg gegrüßt mein empfindsamer Lenzherr. Euer Ratskanzler Gebhardt ist bereits einige Zeit bei mir zu Gast. Ja, das ist gut. Ja, oder was habt ihr getan? Wie auch immer. Auf deinen Nachfolger. Also. Ist der Nachfolger gestorben? Nein. Ich werde nachher richtig Soldaten anscheffeln, weil. Ja. Ja, ich werde auch hier ein bisschen. Und du musst auch wieder aufstocken. Ja, ich lasse meine Befehlshaber ein bisschen trainieren, wenn da alles so funktioniert, wie ich es möchte. Ah, das ist so viel Geld, was ich jetzt da ausgegeben habe. Jo, krass, weißt du, was ist das Krasse? Ich glaube, ich kann Aargau und Bern gleichzeitig einnehmen, gerade. Nee, ich glaube nicht. Sieht aber beide grau gestrichelt. Ja, weil wir diese Gebiete jetzt belagert haben. Ach so. Siehst du, sonst wäre das jetzt hier auch. Sonst hättest du das Gebiet hier jetzt auch. Aha. Wollen wir zur Hauptstadt? Auf geht's. Das gibt Verlust, aber scheiß drauf. Welches ist die Hauptstadt? Das mit der die große Flagge mit dem Feuer. Soll ich meine 5600 noch zur Verteidigung da lassen oder soll ich die auch holen? Ich weiß es nicht, aber ich bin auf dem Weg. Weil ich glaube, Italien macht da jetzt nicht mehr. Okay, da kommen sie. Aber danach machen sie wahrscheinlich nicht mehr viel. Die haben nur noch 1400. Da unten kommen noch mal ein paar. Okay, ja, gut, dann nur dahin. Ich habe nur noch 277, ne? Hä, es ist wieder gestiegen. Ein wenig. Auch gut! Ja, das steigt ja immer wieder an. Immerhin vergeht die Zeit ja und du bildest ja neue Soldaten aus und so. Ich bin auf dem Weg. Oh oh! Jetzt sind es nur noch 78 Soldaten. Yep, du hast einen ziemlichen Schlag eingesteckt, hä? Fuck. Ich habe einen riesen Schlag in die Fresse gekriegt. Jetzt habe ich nur noch 14 Soldaten, ich bin am Arsch. Ja, dann hau ab, wenn du kannst. Jo. Wo sind meine 14 Soldaten? Abhauen. Wir halten hier gerade die anderen hier auf. Ich kann nicht. Ich kann nicht abhauen. Ja, ich hoffe, deine 4 Soldaten überleben das noch. Meine 14 meinst du? Bei mir steht 4. Ich hab noch 14. Bei mir steht 4. Ich hab 14. Das ist nicht gerade besser. Jetzt sind es wieder 45.
Ja gut, dann ist das Nachschub gekommen. Schmerzhaft da unten. Die haben gerade WTF. Als ob wir auf gleich stark sind. Also, es ist ein harter Krieg. Ja, da unten sind auch gerade 2000 auf beiden Seiten sind schon gefallen. 2300, 2400, 2500, 2600. Wann kommen die 700? Jetzt. Okay, das ist ein krasser Krieg. Und ich habe wieder 76 Soldaten. Es ist nochmal Nachschub gekommen. Und bei mir wird es eher weniger statt mehr. Ich bin froh, dass es bei mir mehr wird, ganz ehrlich. Und es braucht noch 1% und dann kann ich es einnehmen. Ja, wenn wir nehmen noch die Hauptstadt ein, so oder so. Und das haben die verdient. Ja. Und? Oh. Forderung erzwingen. Nein, noch nicht. Und das haben die die Hauptstadt eingenommen. Hä? Ja, du hast schon gemacht. Scheiße, wow. Sorry. Ja gut, dann haben wir halt keine Geiseln, die wir wieder für Geld verkaufen können. Ich habe noch gesagt, warte. Ja, sorry. Und alle auflösen. Puh, jetzt muss ich wieder... Ich habe wieder 146 Soldaten. Ey, ist das jetzt ein Bug oder wie? Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass die da gewartet haben. Ja, jetzt kann ich Söldneranwerbskosten minus 30% machen. Jetzt. Die ist... warte mal, Sophie ist mit dir verlobt, mit der, jemandem von dir verlobt, ne? Ja. Ich glaube, ja. Und jetzt Ehepartner finden, und zwar am besten... Gehst du auf Bündnis? Wie mache ich das, dass ich jemanden von einem anderen Land bekomme? Du kannst ja einen Filter dort... auf Bündnis macht. Wenn ich was mache? Wenn du auf Heirat arrangieren und dann gibt gehst du dort auf gibt es ja sortieren nach und dort ist Relevanz. Das machst du einfach eins nach unten auf Bündnis macht. Wobei, nee, warte, das ist Heirat arrangieren. Du musst auf Ehepartner finden. Ja, du hast Ehepartner, Hochzeit arrangieren gesagt. Ehepartner finden. Bündnis macht. Yes. Und jetzt? Französisch, Fränkisch, Sächsisch, Griechisch, Bayerisch. Am besten das so weit oben wie möglich. Das wäre Französisch. Warte, aber nicht der König Lofrain der Zweite von Lofrain. Vor allem, der ist 59. 59? Ja. Dann hast du da noch mehr Auswahl. Bei meine mir ist Tochter nämlich, ist 2! Meine Tochter ist auch 2. Harold von Kempten. Bayerisch. Nicht gut. Ich bin Bayern am Einnehmen. Ach, vergiss das nicht. Richard von Nibelungen. Französisch. Ja, das klingt okay. Wird annehmen. Vorschlag abschicken. Ja. Jo. Und? An den empfindsamen Nikuto. Ja! Halt sie nehmen das an! Ich habe ein Bündnis! Nice. Liegt mir am Herzen. Würde dem Gegensatz diese. Du schickst mir gar nichts und sagst, würdest du für dieses Angebot gehen lassen? Und dann kommt einfach nichts mehr. Ach komm, scheiß drauf. Ich bin nicht so ein.
Ach, 10 Gold. Ja gut, für einen Graf. Ist okay. So, jetzt wird erstmal verkauft. Wie das klingt. So. Also. Genau. Michael. Ja. Grinst du nur so vor dich hin? Ich habe einen Anspruch auf dein Gebiet. Ich hole mir das. Bei nächster Gelegenheit. Hell. Rat. Befehlshaber ausbilden. Die Armee lädt sich in der Zeit nebenbei auf. Anspruch auf. So. Jetzt wird noch etwas verbessert und dann kriege ich wieder mehr Soldaten und mehr Geld und alles und so. Wow! Entschuldigung. Mir, ich hab gerade einen Ohrwurm. Für alle Leute, die denken, die sich fragen, was ist mit Manu falsch? Manu hat gerade einen Ohrwurm. Und ich habe wieder 337 Soldaten. Nice. Wie viel Schrecken habe ich? 45 Nägel kann ich nämlich einfach rauslassen. Dann hier Druckmittel. Dich lasse ich auch für Druckmittel raus. Die 45 Schrecken möchte ich behalten, dass man sich nicht gegen mich auflehnt. So. Du wirst nicht annehmen. Okay, dann kannst du halt den Kerker verhungern, wenn du möchtest. Oh, Junge. Ja, ich möchte ein schwaches Druckmittel. Ich löse die sowieso nie ein. Und die sagen nö. Also können die von mir aus auch da drin verhungern. Oder diese. Warte, wie lange mache ich ein Kerker für 10 Jahre? Die können von mir aus die 10 Jahre noch da drin verbringen. Ist mir scheißegal. Du bist ein härter Herrscher. Also ich meine, wenn schon 45 Schrecken von 100 maximal, muss ich schon dementsprechend handeln. Gut, mir gehört jetzt Zürich, St. Gallen, Graubünden und Aargau. Nice, mir gehört Nördling, mein Stadtgebiet Ulm, Grüningen und Fürstenberg. Oha, ja. Du hast 4, ich hab 4. Ihr könnt einen neuen Vorzug im Verwaltung Lebenswandel freischalten. Ja, ja, später dann. Also als nächstes gehe ich auf Bern. Du möchtest direkt nochmal einen Krieg mit Lofring provozieren. Aber ich werde noch schauen, dass ich mehrere Soldaten habe. geh doch zuerst auf Breisgau. Breisgau? Da direkt nördlich von Zürich, da direkt an der Grenze. Das ist zwar sehr schmal, das ist hauptsächlich Waldgebiet. Du meinst Sundgau? Nein, eins rechts davon. Da ist noch ein schmales Gebiet. Breisgau. Das einzigste schmale, das ich sehe, ist Neuchâtel. Ja, wenn du von dort weiter nach oben gehst, ist ja Sundgau. Ja. Dann noch mal eins nach oben ist Golmach oder Golmia oder keine Ahnung, was das ist. Ja. Und dann einfach eins nach rechts.
Ah. Ja, gut. Bis ich etwas finde auf der Karte, geht lange. Und ich habe So, äh. 430 Soldaten. Nice. Aber hol dir doch erstmal das, weil dann kommen nicht direkt 10.000 Soldaten wie eben gerade, sondern wirklich nur die, die da drin sind. Blutverschmierte Gewänder, Rabenfedern, seltsam riechendes Gebräu, dies wird mir von einer Gruppe Dorfbewohner aus St. Gallen vorgelegt, als Beweis, dass Gunhilda in ihrer Hütte am Rand des Dorfes Hexerei praktiziert. Laut den Dorfbewohnern sind ihre finsteren Praktiken Schuld an bösen Ereignissen im Dorf und sie fordern, dass sie hingerichtet wird. Ja. Machst du es? Ich bin gerade am Schauen. Ich könnte sie schikanen. Ich könnte sagen, bereitet alles vor für eine Hinrichtung mit allen Schikanen und würden dafür 100 von Frömmigkeit bekriegen. Aber noch was? Oder ist das Ich alles? könnte aber auch, sie muss brennen für ihre Verbrechen gegen Gott, würde mir auch 100 dafür geben und 5 Jahre zufriedene Bauern. Möchtest du sie nicht schützen? Das wird mir zwar 300 Verwaltungslebenswandeln gehen, aber 5 Jahre aufgebrachte Bauern. Ja gut, falls ein Bauernaufstand kommt, helfe ich dir. Also. Rasch auf Pause drücken, bitte. Ich habe noch mal etwas gekriegt. Yep. Mit dem Kind in den Armen schaut Gräfin Pernelle zu mir auf, erhobenen Hauptes und mit Stolz im Blick. Mein Schatz, ich finde, wir sollten sie Pernelle nennen. Nach mir, was meint ihr? Eine prächtige Idee. Und jetzt ist das andere weg. Ja, du hast da auf was gedrückt. Ich hab's die ganze Zeit in den verzögerten Stream geschaut und du hast auf das Oberste gedrückt. Ich habe nicht genau gesehen, was es war, aber Scheiße. Scheißen. Ja, ja. dann. Ich glaube, das war ein RIP für die Frau. Nee, das war eben kein RIP, das Oberste. Ah, okay. Das Oberste ist, ich schütze sie und habe einfach 5 Jahre aufgebrachte Bauern. Ah, okay. Beim Untersten hättest du ihr wahrscheinlich auch geholfen. Also, das wäre Ränkespiel gewesen, also das alles vortäuschen. Übrigens, ich könnte den Papst um Anspruch auf das Königreich von Aquitanien bitten. Und er würde es sogar annehmen. Heißt, ich hätte einen Anspruch auf ein ganzes Königreich. Das, was die Westfranken eingenommen hat. Soll ich das machen? Mach's. Er verliert 50 Meinungen von mir, aber das ist sowas von scheißegal. Ich möchte diesen Anspruch. Okay, scheiß drauf. Ich verlängere diese Verträge nochmal von den Söldnern. Und dann werde ich, glaube ich. Oh, das wäre es jetzt. Ich müsste nicht mal einen Unabhängigkeitskrieg machen, sondern ich würde einfach direkt zum König von einem ganzen Land befördert werden. Ich komme gleich wieder, ich muss kurz aufs Klo. Okay. Ich lasse mal auf Pause in der Ja, und du Zeit. kannst ja meine Zuschauer ein bisschen unterhalten. Naja, ist nur ein Zuschauer, aber egal. Ja, ich bin alleine, ja.
Ich meine für die Zuschauer, die dann im Nachhinein schauen. Ja, ich weiß nicht, was sagen. Also, bis nachher. 5 Minuten Pause. Bis gleich. Okay, 5 Minuten Pause. So, Bruder Maus wieder da. Ikuto wahrscheinlich noch nicht. Aber das ist okay.
Ich habe mir noch gleichzeitig was zu essen geholt. Sandwich. Gut, dann schauen wir mal. Hier. 514 Soldaten immer noch. Das ist sehr gut. Sollte dann aufstocken. Was das ist Lachs-Sandwich. Von Betty Boss hier aus dem Coop. Findet man in jedem Coop. Ist auch sehr lecker. Und ich esse das relativ sehr oft. Also es ist eigentlich auch gut. Ich setze meine Kopfhörer auf und das erste, was ich höre, ist Hashtag Werbung. Sollte keine Werbung sein, aber... Ja. Okay, ich hab den Anspruch. Sehr schön. Okay, gut, dann lasse ich meine Soldaten erstmal noch ein bisschen sich erholen. Ein bisschen aufladen, die Verträge sind ja noch verlängert. Bauen kann ich nichts, Geld bekomme ich gerade noch ein bisschen was. Oh, allein in der Küche, oh. Ich mache ich weg und ich hole Belagerung. Seid gegrüßt, Herr, sagt Tassilo, einer deiner Küche. Ich habe hier Paula, ein Kind von euch. Sie hatte versprochen, alle Töpfe in der Küche zu putzen. Wisst ihr, Tassilo holt Tiefluft. Doch stattdessen hat sie wie eine kleine Ratte alle Speisen angeknabbert und ist dann auf einem Mehlsack eingeschlafen. Sie hat eine ordentliche Abreibung verdient, wenn ihr mich fragt. Doch ich überlasse euch, was ihr mit ihr anstellt. Dieses Kind ist so antriebslos und lethargisch, dass man es für eine Leiche halten könnte. Wow, 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 wow! Nichts gegen meine Tochter! So. Was? Ich habe an meinem Hof kein einziges Geheimnis. Die wollen mich doch verarschen. Nicht mal eine Affäre, die ich irgendwie benutzen kann, um Geld zu verdienen. Kein einziges Geheimnis. Das gibt's doch nicht. Krass. Naja, auf komplette Stören, das ist sehr schön. Setze ich dich noch mal kurz auf Armee organisieren, dass das wieder aufgefüllt wird. Ihr habt ein Druckmittel gegen Weikhard erhalten, Manipulation. Ich habe jemanden manipuliert. Ups. Ja, was könntest du jetzt gegen ihn verwenden? Wer ist das? Baronie von Zürich. Das bist du. Ja, aber ich laufe ja nicht herum. Ach so, du meinst dieser Armee-Befehlshaber. Karawanenführer von König Lafra. Ach so. Oh.
Der König von dem Nachbarland, wo du gerade einen Teil abgesnackt hast. Das ist der. Oh. Will der was von mir einnehmen, oder wie? Oder geht der zu dir? Um dir zu helfen. Nee, ich bin nicht im Krieg. Weil hier unten sind Leute im Krieg. In Italien. Bei Italien. Ja, unten. Das habe ich gesehen. Du gehst erstmal in die Diplomatie. Perenelle erhält die Eigenschaft schwanger. Gehst du. Meine Frau ist schon wieder schwanger. Oha, was machst denn du? Nix! Aber so wie es aussieht, gibt Graf Mau richtig Gas. Weißt du, was jetzt das Blöde ist? Greift er mich gerade an, oder wie? Nee, der ist da einfach nur am Herumstolzieren. Okay, gut. Oder hast du unten irgendwie so ein Schildzeichen, nee, wo steht, dass du im Kampf bist? Ja, gut. Und wie hat der gerade einen Krieg? Oh, er steht mit Italien im Krieg. Wer? Ja, er. Deswegen sind da die Soldaten. Mhm. Die bewachen da die Grenze. Oh je. Und traut halt 3900 Mann. Er hatte einmal einen vernichtenden Schlag und dann ist die Grenze hinüber. Da war ich mit meinen 5000 besser dran. Wobei von den 5000 3000 tot sind. Oh. Die Vicente von Sargans. Meine Ritter Tastilo, der Führer, der für seinen Hang zur Weidmannskunst bekannt ist, bringt Gerüchte über Tier, mit die in meinen Reich gesichtet wurden. Ich höre viel aus Grafschaft von Graubünden. Es heißt, man könne dort vorzüglich jagen und zahlreiche staatliche Tiere wiesent streiften dort durch das Gelände. Abhänge. Spannend. Lol, meine Frau, die hätte genauso einen Anspruch auf das Land. Oh. Ich wusste das gar nicht, wieso wurde mir das nie gesagt? Jetzt haben wir zwei Ansprüche auf das Land. WTF? Ja, nice. Das heißt, ihr könntet das wirklich bekommen vielleicht. Soll ich angreifen? Wenn du willst. Ich meine, es wären mit Verbündeten wären es 19.400 Soldaten gegen 7.000. Ja, dann los! Okay, RIP an die Kasse von mir. Alle ausheben und dann direkt hier zur Grenze. Verbündete, yep, ich rufe dich als Verbündeten und falls du Lust hast, hier auch einen Hilferuf. Oh, jetzt kommt da unten das ganze Land mit wie viel? 400, 500, 700. Kommt er jetzt wirklich mit seinen ganzen, 5800 Soldaten da hoch? Das wäre jetzt mega. Wo willst du genau hin? Ah, da, zur Hauptstadt, dort, wo es brennt. Ja, aber erstmal nach Forez. Um dort zu sammeln. Boom, ich komme. Nach Forez. Meine Verbündeten sind auch auf dem Weg. Die 5800 Soldaten sind... Ich komme jetzt mit 719. Nee, 714 komisch. Ist zwar nicht
wirklich viel gegenüber das Land, aber lieber 714 als nix. Auch die 714 könnten über Sieg und Niederlage entscheiden. Mhm. Ja, kommt, verbündet euch! Zu einer Einheit, los! So. Dann erstmal so. Ja, meine Frau ist schwanger. Diesmal habe ich auch Belagerungswaffen dabei, das heißt, es geht diesmal richtig schön ab. Das ist schön. Ich komme gleich wieder, ich hol mir ganz schnell was zu trinken während dem Krieg. Während dem Krieg kann man schön etwas trinken holen. So. Fleißig, ja, das darfst du gerne sein. So. Das wäre jetzt echt nice, wenn das jetzt da gehen würde. So. Oh, Maussoldaten sind auch eingetroffen. Oh, sie haben Zermürbung erleidet. Heißt, von den 700 sind noch 600 übrig. So, oh Scheiße. Ja, du hast ein paar Verluste gemacht. Ja, und ich habe jetzt nochmal etwas Einbruch in die Waffen. Oh, oh, kannst du rasch auf Stopp drücken? Bei den Nägeln von Gott, dieses verfluchten Belger. Meine Tochter Paula und ihr Gefährte Arnold wurden erwischt, nachdem sie sich in die Waffenkammer geschlichen hatten. Wissen Sie denn nicht, dass Waffen gefährlich sind? Arnold hatte sich verletzt. Zum Glück lief Paula nach draußen, schnappte sich den nächsten Erwachsenen und gestand alles, was sie getan hatten. Paula sieht wirklich aufgebracht aus. Ich glaube nicht, dass sie jemals wieder unehrlich sein wird. Es ist gut, dass ihr getan habt. Gut, kannst weiter. Mann, wer ist denn Arnold? Der Gefährte Arnold. Du hast kein Kind, das Arnold heißt. Nicht, dass ich wüsste. Ich auch nicht. Wer ist denn Arnold, verdammt nochmal? Wollen wir stürmen? Es gibt einfach ein ziemliches Massaker. Wo stürmen? Zu dem Wappen, das brennt? Nee, die Burg hier. Aber wir lassen das. Hier sind 7000 Soldaten, die fange ich gleich ab. Ich habe gerade nur noch 607. Meine. Ja, aber da rechts von uns, bleibt einfach dort. Ich muss gleich weiter. Ja. Okay, stürmen. So, und ich gehe die jetzt abfangen. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Ah, schau, er teilt sich auf. Tja, Pech gehabt. Oh, Mann. Ja, das sehe ich gerne. Ja. 1000 Verluste bei mir, 2900 Verluste bei denen. Nice. Oder wie viele? Nein, sogar 5200 Verlust haben die gemacht. What? Jetzt gibt's Krieg. Ich hab deren ganzen Armee ausgeschaltet. Ah, es fühlt sich so gut an, wenn es so gut geht. Ja gut, ich habe auch extrem viele Soldaten, aber das auch nur, weil ich extrem viel Kohle jetzt ausgegeben habe für die. Wo gehst du jetzt hin? Zu dem? Und danach hole ich mir die Hauptstadt.
Kommst du auch oder bleibst du unten stehen? Ich komme. Ah, jetzt. Ich komme, ich musste zuerst schauen, wo du bist. Oh, ich habe eine Tochter. Herzlichen Glückwunsch. Stefanie. Das klingt doch gut. So, danke schön. So. Lizev, mein Spielererbe Alexander ist schon 10 Jahre alt. Wie die Zeit vergeht. Nice. Lol, haben die ein Bündnis mit den Franken gemacht, dass wir jetzt mal mit denen im Krieg stehen? Oder was ist da gerade passiert? Lol, habe ich deren Armee jetzt gerade zerschlagen? Kann das sein? Tatsache, die haben nichts mehr. Wow. Beide Armeen haben nichts mehr. Wie geil. Du hast sie einfach auseinandergenommen. Und an all die es im Nachhinein schauen. Und ich weiß, dass die einen das erst im Nachhinein schauen werden. Wenn ich wieder Crusader Kings spiele, man darf natürlich auch mitbestimmen im Spiel. Man darf mir auch sagen, was ich drücken soll. Ich werde es machen auf eure Verantwortung. Bist du dir sicher? Ob es jetzt dann schlecht für mich ausgeht oder nicht, liegt dann in euren Händen. Ich verlasse mich auf euch. Okay. Das ist die Challenge. Das kann böse enden für mich, wenn es wirklich blöd kommt. What? So ist mein Sohn bei diesem, Entschuldigung, Hund und ist jetzt fränkisch statt sächsisch, oder was hab ich? Leck. Schwäbisch. Oh. Da hat einfach die Kultur geändert. Viel Spaß. Also, warte, ich markiere mir den Typen, den hole ich mir auf jeden Fall noch, solange er noch lebt. Wobei ich muss langsam vorwärts machen, der ist schon 44. Ja, früher wurden die Leute nicht so alt. Ja, ich hatte einen Drecksack in meinem Rad. Der hat alles getan. Der hat sogar Leute von mir getötet, um in den Rat zu kommen. Und der wurde einfach 88 Jahre alt. So, WTF. Wir werden siegen. Das hoffe ich doch. Das sage ich jetzt aus meinem Bauchgefühl heraus. Ja! Passieren. Forderung, Forderung erzwingen. So sei es. Ich hätte auch Forderung machen können. Oha. Habe ich jetzt wirklich? Dann wieder meine
Lol, das Gebiet von vorhin, das gehört jetzt auch noch mir, was ich da aus Frankreich eingenommen habe. Ach, Scheiße. Was? Du bist doch nicht mehr normal. Aber wie? Wieso hab ich das? Noch, ich dachte, ich gebe das ab. Mit wem habe ich denn? Wird überfallen. Oberhäuptling Radomil. Einer von meinen Dings wird überfallen. Kann das sein? Hier unten. Lol, das Land dort unten gehört mir, aber die Hauptstadt und das Hauptgebiet, wo ich bin, ist aus Frankreich. Nice. Hä? Oha. Und ich kann meine Soldaten nicht zurückrufen. Wegen dem. Wer bist du? Ein kleines Gebiet in Bayern. Ach komm. Ich würde gerne meine Armee wieder. Ja, die musst du von drüben holen. Von wo drüben? Ja, von meinem Land. Wieder nach Zürich? Ja. Dass ich sie wieder einstecken kann? Nee, du bist ja da noch im Überfall. Das heißt, du hast da noch einen Kampf. Du musst das erst machen, dann kannst du sie wieder einholen. Ja, aber wo sind die sie überfallen? Ich sehe das nicht. Wie findest du den Namen, wenn du rauszoomst von dem Land? Jo! Und weißt du, was ich gerade sehe? Hä? Lofringen hat Italien eingenommen. Oh! Oh shit! Was geht denn bei denen ab? Oh mein Gott! Was geht denn bei denen ab? WTF? Ich weiß aber nicht, wo angegriffen wird. Ganz ehrlich, ich sehe es nicht. Warte. Ja, die sind schon weg. Oder sie kommen erst. Es war noch auf Pause. Alle auflösen jetzt. Ja. Alle auflösen. Zack. Krass. Kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Eins habe ich etwas weggetan, was ich noch wollte. Naja. Aber Lofringen hat sogar Bern. Nee, Bern noch nicht. Ich könnte Bern einnehmen, aber dann würde ich mit Lofringen wahrscheinlich noch Krieg führen müssen. Das ist nicht gut, wenn sie ganz Italien einnehmen konnten. Ja, da wäre ich jetzt auch vorsichtiger. Ich meine, sie konnten ganz Italien einnehmen. Was ist das? Das ist doch nicht mehr normal. Das ist, ja. Nicht schön. Nee, das ist gar nicht schön. 5-2, kann ich da unten auch stationieren? Okay, ich kann nur da stationieren.
So. Gut, mein Boot, mein Bischof geht jetzt auf Berg. Ich kann es nicht lesen. Das, was du vorhin gesagt hast, dieses schmale Ding. Breisgau? Ja. Ich würde dich am liebsten vasalisieren, dass du erstmal noch mir untergestellt bist, bis du dein eigenes Gebiet hast, aber irgendwie kann ich das nicht. Was sollen du anbieten? Oh, scheiße, euer Ratsmitglied Gebhard ist verstorben. An Altersschwäche. Ratskanzler, ich brauche einen Ratskanzler. Rang, Alter, Stärke, Meinung von euch. König, was? König ist euer neuer Lehnsherr. Ich habe einen neuen Lehnsherr. Ich muss kurz pausieren, da passieren gerade so viele Sachen auf einmal. Bei dir auch in dem Fall, ne? Mhm. Ja, da bin ich froh, dass ich nicht der Einzigste bin. Der Einzigste. Der Einzige! Ich habe diesen Sprachfehler schon seit Jahren, dass ich sage, der Einzigste. Aber man sagt, der Einzige. Aber ich habe ganz Graubünden, ganz St. Gallen und ganz Aargau eingenommen. Ich bin so glücklich. Jetzt kommt der Witz des Jahres. Ich, auf meiner Idee steht, dass ich sogar, also auf meiner Identitätskarte steht, dass ich Aargauer bin. Warte. Das wird jetzt vielleicht einige schocken, aber es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich Aargauer bin. Immer noch warte, es lädt noch. Was? Das hier. Das kam ein bisschen zu spät, mein Lieber. Das hat 3 Jahre geladen. Das kam so spät. Das ist so traurig. Es ist so traurig, dass das so spät kommt. Mein Lieber. Ich kann anscheinend nicht mehr richtig trinken. Ah, meine Hose. Jetzt habe ich Eistee auf meiner Hose. Ja, sehr schön. Naja, wenigstens rieche ich noch einmal nach Eistee. Okay, der war schlecht. Ja gut, deswegen lache ich auch alleine. Nee. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Kein Interesse, weg damit. So. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Sorry. Ja, sagt man dann wieder, ne? Ja, sagt man immer. Und danach, wenn ich dieses kleine Gebiet eingenommen habe, gehe ich noch auf Bern. Nämlich Bern, ja, obwohl. Ich hab wirklich Angst vor Lothringen. Wird von. What? Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ja. Ich glaube, ich habe gerade etwas Falsches gedrängt. Du hast etwas ganz Schlimmes gemacht. Nein! Ich wollte doch nur das kleine Gebiet von dem, meinem alten Lehnsherrn. Ich wollte das und nicht das ganze Ostfrankenreich. Nein! Das ist zu groß! Ich möchte das nicht! Ich nehme an, du kannst mir nicht helfen, oder? Nee, gerade nicht. Wie bist denn du?
Ich hab pausiert. Ich muss hier noch mal kurz ein paar Verträge verlängern und ein bisschen mehr in meine Tasche greifen. Oh mein Gott, mein Lieber. Du nimmst gerade recht viel da unten. Ich wollte das nicht. Du nimmst gerade recht viel dort unten ein. Oh mein Gott, mein Lieber, du hast glaub richtig Probleme jetzt dann. Ich wollte doch nicht dem ganzen Ostfrankenreich den Krieg erklären. Ich wollte meinen Lehnsherrn den Krieg erklären. Ich hoffe, ich überlebe das. Hallo, ich... Nein. Was? Ich kann dich nicht rufen. Ich kann den anderen König rufen für 5000 Soldaten. Ja, meine Rettung. Du bist doch echt gestört. Also, entweder ich mache jetzt den Krieg, oder die ganze Welt hasst mich. Also, für alle, die jetzt dann auch im Nachhinein zuschalten, wir dürfen jetzt sehen, wie Gunther den Krieg macht. Wir werden dann zuschauen und werden schauen, wie er, böse gesagt, stirbt. Warte, haben die Verbündete? Sie haben, glaube ich, keine Verbündeten. Sie haben keine Verbündeten. Ja, das ist ein Bonuspunkt für mich. Jetzt hat deine Stimme gerade völlig übersteuert. Das ist mir sowas von egal. Ich bin nämlich erleichtert, dass sie keine Verbündeten haben. Das weiß ich. Oh, ja, okay, und die gehen direkt auf die Stadt. Zumindest wollten sie das. Nee, ihr bleibt schön hier. Ich habe keine Zeit für euch, Herzog. Ich muss gerade ein Weltkrieg verhindern. kann ich jetzt. Bern ist rot? Oh oh. Das wurde eingenommen. Ja, von Burgrund. Ja. Solange sie nicht zu mir kommen, ist mir das scheißegal. Und jetzt hat Lothring nur noch einen kleinen Teil hier unten und oben. Also Italien und das alte Gebiet. Ja. Und da in der Mitte so einen kleinen... Ja! Diese kleine Kirche. Ja. Ich habe jetzt leider da schon den Bischof hingeschickt, sonst wäre ich jetzt dort nach unten das kleine Teil noch eingeholt. Sonst hätte ich jetzt das kleine Teil noch angegriffen, dort unten von Lothringen. Obwohl, dann wären alle meine Soldaten gestorben. Ich hätte dir geholfen. Also ich würde dich jetzt ja auch gerne rufen, aber das geht nicht. Ich weiß zwar nicht wieso, aber... Ich weiß wieso, weil ich gerade mit deinem Land Krieg führe. Oh, weil ich zu dem Land gehöre. Ja, theoretisch müsste ich jetzt auch dein Gebiet erobern, aber ich bin da jetzt extra nach oben gegangen. Erstens wegen der Hauptstadt und zweitens, weil wir Verbündete sind. Ja, weil hättest du jetzt mein Gebiet angegriffen? Ich glaube, du hättest gewonnen. Ich glaube auch. Ich meine, wie viele Soldaten hast du? 16.700. Ja eben, 751. Vorhin waren es 17.000, jetzt sind das nur noch 15.000. Ja, ich habe nur 751. Ich hätte sowas von verloren. Oh, ich wollte das doch nicht. Mein lieber Gesangsverein. Also wehe. Wehe. Das Ostfrankenreich gehört dann auch zu mir. Wehe. Alter Schwede. Euer Ratsmitglied Baldur ist verstorben.
weil Ratsmitglied Baldur starb an den Blottern. Ach Mann, jetzt stirbt jeder. Seid gegrüßt, mein Empfindsavasall. Ihr habt... Fuck! Pause! Papa schreit mir Sophie ins Ohr. Ich schlage zögerlich die Augen auf, eines nach dem anderen. So kann man wohl auch aufwachen, schätze ich. Das kleine Kind neben meinem Bett bebt buchstäblich vor Aufregung und hält Fäustlinge und eine teure Servierplatte umklammert. Es schneit draußen und ich will Schlitten fahren. Kommt ihr mit mir? Kommt, besorgen wir uns ein Tablet aus der Küche, oder? Ja, komm, wir machen das. Und dann, seid gegrüßt, mein empfindsamer Vasall. Ihr habt euch als treu und ergeben erwiesen. Für diese Dienste möchte ich euch belohnen. Als Anerkennung biete ich euch hiermit den Posten als Ratsverwalter von Ostfranken an. Oha. Ja, klar, annehmen. Jo! Glückwunsch. Ich bin Ratsverwalter von Ostfranken. Warte mal, was ist Ostfranken? Das Gebiet, was ich gerade mal einnehmen bin. Oh. Ja. Was möchtest du sagen? Ich glaube, ich kriege ein Problem. Ich glaube, ich kriege ein richtiges Problem gerade. Denn weil mein Verbündeter nimmt Ostfranken ein, wo ich Ratsverwalter gerade werde. Scheiße! Ja, gut. Ja, also, falls du danach zu meinem Reich gehörst, ich auch einen Platz im Rat. Kannst weitermachen. Ja, okay. Ich habe irgendwie Angst, weiterzudrücken. Ich hoffe jetzt einfach nicht, dass er sagt, dass ich gegen dich in den Krieg ziehen muss. Weil also wir sind eigentlich Verbündete. Also, dann wäre RIP. Ja, für mich, ja. Dann wäre RIP für mich. Stell dir vor, so deine 1000 nehmen das mit meinen 14.000 auf. Ich habe ja nicht mal 1000, ich habe 755. Ja, du weißt, was ich meine. Pause. Im Namen des Göttlichen, ein gemeiner Dieb wurde zum Tod verurteilt. Ich wollte wissen, was meine Tochter Paula darüber dachte und erkundigte mich nach ihrer Meinung. Sie brachte Zweifel darüber zum Ausdruck, ob ihr irgendein Gott es wollte, dass ein Reich von derart harten Gesetzen regiert werde. Erwarte nicht die Gerechtigkeit höherer Mächte, wollten zu sehen. Ja. Ich nehme das. Das andere könnte mir Krankheit geben und dann könnte ich schneller sterben. Ja. Und weiter. Ich will zwei Tage, ein Tag. Ich will nicht gegen dich antreten müssen. Ich hab's. Forderung erzwingen. So sei es. Auflösen. Rauszoomen. Ja, euer Lehnsherr hat den Krieg gegen Götter Ikuto verloren. Gegen König Ikuto verloren. Oh. Du bist König? Ja, ich hab hier ein ganzes Land. Seid gegrüßt, mein empfindsamer Vasall. Ihr habt euch als treu und ergeben erwiesen und für diese Dienste möchte ich euch belohnen. Als Anerkennung biete ich euch hiermit den Posten als Ratsverwalter von Ostfrankreich an. Schon wieder? Gezeichnet Königin Ich kann den Namen nicht lesen. Erdentruden von Ostfrankreich. Wait. Hm? Hab ich jetzt...
Ja, das Ostfrankenreich und Ding mir? Ja. Ach nee, das gehört meiner Frau. Ach so. Ostfrankenreich gehört meiner Frau. Warte mal, bin ich jetzt der Rechtsverwalter von deiner Frau, oder wie? Ja. Oh mein Gott! Was hab ich getan? Ich bin der Rechtsverwalter von deiner Frau! Kommt beide Kann man die Reiche irgendwie verbinden? Warte mal. Ich bin der Rechtsverwalter deiner Frau. Ja. Wollen wir das mal festhalten? Alter! Ich komm nicht drauf klar. Ich komm da wirklich nicht klar. Vor allem, du bist König und ich bin immer noch Graf. Ja, dann geh jetzt zu Bern und hol dir Burgrund. Alter, ich soll Burgrund? Ja, aber mein Bischof ist immer noch da oben bei diesem komischen Land. Achso, er ist immer noch dort am... Ja. Ja, gut. Wie viel haben die eigentlich? Wie viele Soldaten haben die? 654. Ich habe 100 mehr. Oh! Ja gut. Dort ist Königin Ermentrude von Ostfrankreich. Das ist meine Frau. Ja. Ja gut. Wollen wir sonst hier beenden, weil ich muss sowieso noch kurz irgendwo hin und habe gleich noch mit jemandem abgemacht. Ich muss das gerade irgendwie verdauen, was ich hier gerade verursacht habe. Ja, ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht mit dem. Ja, vor allem, du hast ein ganzes Land eingenommen, ne? Zweimal. Genau das ist das, was ich verdauen möchte. Leute, ich werde das auf YouTube auch posten. Das kommt morgen auf YouTube. Ihr könnt es morgen euch auch ansehen oder in den nächsten Wochen, nächsten Monaten, nächsten Jahren. Ihr könnt es immer wieder nachschauen, wie Kutter hier das verdauen muss. Peter. Er kommt immer noch nicht klar damit. Gut, dann würde ich sagen, würden wir hier auch den Stream beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns... Ich muss noch schauen, wann. Aber in den nächsten Tagen sehen wir uns wieder. Ich schaue, was wir spielen. Vielleicht kriege ich bis dann sogar Tomb Raider dazu. Ach so. Dass es nicht wieder abstürzt. Und bei Minecraft werde ich auch noch irgendwie offline Essen sammeln, damit ich genug Essen habe und ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz tollen und schönen Abend. Und ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Auch meinem Mitspieler Ikuto, der ein Land zweimal eingenommen hat. Nein, zwei Länder einmal. Zwei Länder einmal, ich korrigiere. Der hat zwei Länder einmal eingenommen. Der muss das jetzt auf jeden Fall verdauen. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.
Ja. Mein Lieber. WTF, Mann. Du hast das ganze Ding genommen.